Servus meine gepflegten Freunde und herzlich willkommen zu deinem Imaginator Part Nummer 6 müsste es ja mittlerweile sein. Und heute, Freunde, machen wir uns wirklich einen mega geilen Skylander. Ja, eigentlich sind alle Skylander mega geil, die ihr mir schickt, ja. Freunde, heute machen wir uns einen Skylander, den es, beziehungsweise so eine Art Schurke gab es auch schon in Trap Team. Und da habe ich damals im Let's Play schon gesagt, warum hat Activision den nicht zum fangbaren Skylander gemacht. Das war so ein Drache mit drei Augen gewesen, Freunde, habe ich aufs Übelste gefeiert, den damals, ja. Aber man konnte ihn nicht fangen, man konnte nur gegen kämpfen. Und wir machen ihn so in der Art, Freunde, er heißt Black Dragon Eye. So sieht er aus, Freunde, da haben wir das Auge in der Mitte, einen langen Hals, werden wir wahrscheinlich nicht hinbekommen, ja. Ich guck mal, ob wir den Körper hinbekommen, Flügel. Er ist vom Element Gespenst. Und er ist ein Quickshotter. Gemalt hat ihn der Daniel. Hier steht der Name nämlich drauf. Und ich bin mal, wie gesagt, Freunde, sehr gespannt, ob es möglich ist, diesen Imaginator zu kreieren. Ich würde sagen, wir packen jetzt erstmal den Gespenster-Crystal drauf und dann geht's los. Willkommen beim Kreationskristall, Portalmeister. Servus. Hier kannst du deinen eigenen Imaginator erschaffen. So. Wähle zuerst eine Kampfklasse. Er hat natürlich auch Attacken und die Quickshotter-Attacken, die er hat, kann ich natürlich nicht umsetzen. Zum Beispiel hat er natürlich keine Waffe, die wir ihm natürlich geben müssen. Er schießt alles übers Auge. Ja, das finde ich natürlich sehr, sehr schade, dass das nicht geht. Aber ich werde da schon irgendwas hinzaubern, dass der ungefähr, hoffentlich ungefähr so aussieht. Aber wie gesagt, es wird sehr schwer, aber ich versuche wirklich mein Bestes, dass wir was Geiles hinbekommen. Okay. So, Freunde, Black Dragon Eye. Ich bin, ich bin sehr gespannt, ob wir den hinbekommen. Ja, ich bin wirklich einer. Ich nehme die Bilder, guck mir die an und wenn ich sage, okay, den machen wir jetzt, dann mache ich den auch. Wisst ihr, wie ich meine? Also, das ist wirklich so bei mir. Da gucke ich vorher nicht nach. So, jetzt ist natürlich die Frage, Freunde. Wir werden wahrscheinlich hier nur den Augenkopf nehmen, ne? Aber geil ist natürlich auch der hier, weil, wenn man sich das jetzt einfach mal anguckt, Freunde, der hat ja hier schon mehrere Augen da, ja. Das sind natürlich die, die um ihn herum fliegen. Aber wenn man mal guckt, hier oben hat er dann auch schon diese Fledermausflügel und so weiter, ne. Ja, die sind da schon drauf. Also so ist das gar nicht mal so verkehrt. So sieht das auch nochmal höher aus mit dem Kopf. Da müssen wir uns natürlich die Frage stellen, nehmen wir den Zweier direkt oder lassen wir erstmal den Augkopf, so wie er ist. Ich würde schon wirklich gerne den Zweier nehmen. Weil da passt das mit den Augen auch irgendwie, ja, irgendwie besser. Irgendwie ist das Auge da auch größer. Wir gucken jetzt erstmal, Freunde, inwiefern wir das alles so kreieren können. So, jetzt müssen wir gucken. Wir machen ihm jetzt mal Flügel drauf. Die Frage ist, machen wir ihm direkt die Fledermausflügel? Oder machen wir ihm erst so kleine Hörnchen? Obwohl ich sagen könnte, okay, wenn wir die jetzt hier sofort drauf machen, dann haben wir diese Fledermausflügel schon drauf. Jetzt muss ich, will ich mal eben was nachgucken. Okay, das wäre doppelt gemoppelt. Ah, okay. Ja, wir machen erstmal, Freunde, wir machen erstmal. Ja, schwer wird es jetzt wirklich bei der Brust, wo wir gucken müssen. Ich gucke, ob wir vielleicht so eine dünne Brust haben, wo wir so Knochengerüstgestellmäßig irgendetwas besitzen. Ja, schade, dass der Hals hier nicht wirklich so ein Stück länger gemacht wurde. Wir könnten rein theoretisch das hier nehmen. Rein theoretisch, es war die Spulenbrust, ja, das können wir rein theoretisch nehmen, weil, wenn ihr euch mal den Hals anguckt, hier seht ihr den Hals hier, der ist ja auch wie so eine Spule aufgebaut und wenn wir das dann farblich gleich auch nochmal ein bisschen anpassen, vielleicht könnten wir das dann, so nehmen. Könnten aber auch das hier nehmen, ey, das ist jetzt wirklich so eine Sache, also, da habe ich mich wahrscheinlich wieder ein bisschen übernommen, aber ich denke mal, diese Spulensache ist schon gar nicht mal so verkehrt, würde ich mal so eben behaupten. Jetzt sieht er dann auch so weiblich aus irgendwie, ne? Ja, irgendwie doof. Aber ist egal, Freunde. Wir machen jetzt erstmal weiter. Wir brauchen, er hat natürlich solche drachenlange Drachenarme, dünn und lang. Wie sollen wir den machen, Freunde? Wie sollen wir den machen? Es ist wirklich sehr, sehr schwer, den Skylander zu kreieren.
Ja, die Hexenarme habe ich ja gerade schon drauf gehabt. Ne, ist natürlich nicht verkehrt. Ja, so Drachenarme habe ich gar nicht, oder? Froscharme. Ja, Froscharme ist nicht Sinn der Sache, würde ich sagen. Rankenarme. Ja, könnte man nehmen, muss man aber jetzt. Puppenarme. Narrenarme. Moor. Doomländer. Ja, gute Frage, Freunde. Ne, wirklich sehr, sehr gute Frage. Was nehmen wir? Ich glaube, wir nehmen die, weil die kann ich ein bisschen anpassen. Also die Hexenarme. Wir nehmen die erstmal. Ich kann nicht immer im Endeffekt immer noch ändern, ja. So, ja, ich glaube, ich werde den Hals nicht machen können. Ich muss dann mit der Brust gleich nochmal eben ändern. So, wir brauchen jetzt so dünne Beine, so Drachenbeine brauchen wir. Drachenbeine, Käfer, ja, 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 die Käferbeine würden sogar schon passen, also die sind schon mal nicht so verkehrt, würde ich sagen. Ah, ist das wirklich der erste Skylander, den wir nicht kreieren können? Ist das der erste Skylander, Freunde? Wir werden es noch herausfinden. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, dass er ansatzweise so aussieht. Wie auf der Zeichnung. Alter, auch keine Drachenbeine, ne? Alter, Mann, Leute. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht, ey. Na gut, Drachen gehen ja immer nur auf vier Beine. Deswegen, ja, glaube ich auch, dass wir da schon mal nichts mehr machen können. Großartig. Dann werde ich wahrscheinlich die Käferbeine nehmen und muss das Ganze einfach farblich gleich anpassen. Ja. Ja, 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 ja. So, wie gesagt, Freunde, das mit der Brust gefällt mir gar nicht. Bin ich ganz offen und ehrlich zu euch. Wir werden den langen Hals nicht machen können. Dann gehe ich lieber jetzt auf diese Brust hier, muss ich sagen. Weil der hat hier, wenn man das sich dazu ansehen kann, hat er hier auch Augen und so. Seht ihr das da? Ja, der hat auch Augen. Und da kann man besser da diesen Schädeltotenkopf nehmen. Ja, kann man den gleich ein bisschen roter machen. Und dann passt das auf jeden Fall. Hinten hat der so Knochen dran. Mal gucken, ob wir die so brustmäßig ja so hinbekommen. So, und ich nehme jetzt einfach den. Ich nehme den jetzt einfach, Freunde, damit das einfach länger aussieht. Okay, ich mache das jetzt ganz einfach. Ende. Ja. So. Freunde. Jetzt müssen wir auch noch einen Schwanz hier, so einen dicken Schwanz. Lemurenschwanz nicht, nee. Giftschwanz? Ja, der... Ja. Ja, der könnte, weil hinten hat der dann nämlich am Schwanz auch anders farblich... Da kann man aber besser so einen Stachelschwanz nehmen. Gibt es nicht so einen Schwanz, der so Kreise hat oder so? Ja, da ist der Raptorenschwanz. Der Wasserspeier, ja. Könnte man auch nehmen. Ich glaube, wir nehmen mal den Stachelschwanz. Mal gucken, wie dick oder wie breit ich den bekomme. Wir werden uns das gleich mal anschauen. So, Freunde, waffemäßig. Ja, er schießt ja außer Augen. Ich habe leider nichts Augenmäßiges. Da müssen wir dann gleich mal gucken, ob wir nicht sowas hier nehmen. Oder sowas hier, Fledermauspistole dann. Nee. Jo. Machen wir. Ne? So, Freunde, Größe. Der ist extrem groß natürlich. Der Kopf ist... Der Kopf ist schon größer, würde ich sagen. Oberkörper... Mein Gott, ist das abartig. Muskeln hat der nicht. Schwanz... Nee, der Schwanz geht gar nicht. Also der Schwanz geht überhaupt nicht, muss ich sagen. Nee, der Schwanz geht überhaupt nicht. Das gebe ich... Sag ich so wie es ist, der Schwanz geht gar nicht. Der Schwanz muss geändert werden. Der Schwanz geht nicht. Ich brauche eine andere Schwanz. Eine Schwanz, die gut aussieht. Nee, ja, müssen wir doch den hier nehmen. Dann müssen wir diesen Giftschwanz, Skorpionschwanz einfach nehmen. Geht halt nicht anders. Geht halt nicht anders. So, Freunde, jetzt gehen wir mal auf Ausrüstung, Schulter, weil der hat hier, der, die Schulter möchte ich dann hinterher rot machen, damit das ungefähr so aussieht, als wenn... Ja, es würde eher... Ja...
Was andere? Ja gut, wir gehen ja sowieso hinterher nochmal auf Ultimativ, deswegen ist das sowieso erstmal Latz. Ich nehme erstmal die normalen. Ja. Wie geht? So. Farbe. Teilschema. So, Freunde, jetzt geht's natürlich ins Eingemachte. Rot. Klar. Und weiß. Auch klar. Oder? Klar. Leider kann ich hier solche Äderchen in den Augen nicht machen. Finde ich natürlich jetzt wieder extrem doof, aber es geht halt nicht. Was soll ich tun? Ich kann es nicht ändern. So, Freunde, wir brauchen hier Black. Wir brauchen hier Black. Black. Bitte, schwarz. Ja, muss ich halt so machen, zack. Genau. So, Brust, Freunde, müssen wir jetzt mal gucken. Also hier haben wir schwarz. Natürlich nicht. Also das hier schwarz. Dann haben wir lila. Das hier machen wir. Der hat auch ein bisschen blau drin, der Gute. Natürlich nicht so extrem blau. Eher so ein Blau, was man kaum sieht, blau. So würde ich das eher sagen, obwohl das ja schon gar nicht mehr blau ist, oder? Eigentlich nicht. Aber wenn man sich das genau anguckt, Freunde, hat der blau drin. Guckt euch das mal an. Seht ihr das da? Der hat da blau. Der hat da blau. Auf jeden Fall. So ein bisschen. Auf jeden Fall. Wieder Schwanz hinten. Muss ich mir merken. Die Farbe ist das. So. Dann brauche ich jetzt noch... So. Okay. Und den Totenschädel kann ich nicht ändern. Das ist natürlich schlecht. Den kann ich schon wieder nicht ändern. Das ärgert mich natürlich wieder extrem, aber wir machen jetzt erstmal weiter. So, Freunde, jetzt geht's an die Arme und die sind dann, ja, schwarz. 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 Genau. Ja, das ist eher ein Grau, aber was soll ich machen? Es gibt kein Schwarz hier, seht ihr das? Es gibt kein Schwarz und ich frage mich ja, wieso gibt es kein Schwarz? Seht ihr, ist einfach nur keine Farbe. Wieso gibt es kein Schwarz? Das muss mir mal einer erklären. Warum gibt es kein Schwarz? So, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Bei was bin ich? Ach, bei den Beinen. Beine ja auch schwarz. Alles ist schwarz, aber ich kann kein Schwarz machen. Sucht mal den Fehler. Ich brauche eine leichte bläuliche Tönung. Aber das ist alles viel zu viel hier bei diesen Käferbeinen, muss ich sagen. Deswegen extrem schade. Extrem schade. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, jetzt gehen wir mal an den Schwanz hier. Können wir natürlich auch nur zweifarbig machen. Danke dafür. Können wir nur ändern. Machen wir so und blau. Das haben wir dann dieses Blau genommen hier, ne? Was ändert sich denn da? Ach, guck mal einer an. Okay, ja, nehmen wir dieses Blau. Sehr schön, oder? Ja, das gefällt mir besser auf jeden Fall. Doch, aber das Problem ist, wenn ich das bei der Brust mache, dann ist er zu krass, seht ihr das? Das geht zum Beispiel schon wieder gar nicht, weil das ist wirklich nur leicht angehaucht hier. Nö, gefällt mir nicht. So, Friends. Wir haben hier ein zu knalliges Rot. Wir gehen lieber auf dieses Rot hier, wie ich das jetzt gerade mal sehe. Also das ist mehr so ein Bordeaux. Ja, wie mein T-Shirt hier, was ich zum Beispiel anhab. Genau so ist das ungefähr. Und das ist mit dem Auge auch so. Da machen wir dann auch so Obwohl, das ist roter, ne? Ja, lassen wir knallrot so. Ja, Freunde. Ja, okay. Aura hat er wohl keine, so denke ich mal. Ne, brauchen wir eigentlich auch rein theoretisch. Brauchen wir keine, oder? Nee. Ich würde sagen, wir brauchen jetzt keine Aura da drauf. Was soll der Geiz? So, Freunde, Persönlichkeit, Name natürlich. Er heißt Black Dragon Eye. So, Black Dragon. Schön, dass ich hier rübergehen kann. Danke nochmal. Dragon und dann I. So. Laber nicht so viel Müll. So, gibt es hier immer Gothic-mäßiges? Nein. Natürlich nicht. So. Das geht gar nicht. Machen wir Rock.
Sprache. Versteht sowieso kein Mensch. Ich will es auch nicht ändern, dass man den versteht. Ich würde es so lassen. Ne, ich will es auch so lassen als Alien, sag ich auch so, wie es ist. So, ich will es auch so lassen. Boah, Alter, die Musik geht gar nicht, oder? Wir hier besitzen. Das ist unser Black Dragon Eye. Ja, ich weiß, auf der Zeichnung sieht er anders aus, aber ich kann ihn halt nicht anders machen. Was soll ich machen? Ich kann ihn nicht anders machen, Freunde. Ich kann ihn nicht anders machen. So, schauen wir uns mal an. Okay. Stimmt, ist sie gar nicht auf die Attacken gegangen. Gibt es hier irgendwas vielleicht mit Augen oder so? Kann ich hier irgendwie Augen rufen? Weil bei Giants war es ja so gewesen, da konnten wir das ja machen. Da gab es diesen Eyeball und der konnte ja wirklich Augen, Augen herausrufen. Das war sehr, sehr cool. So. Überraschungsangriff. Wir greifen mal an. So, hat er überhaupt Beinschutz? Ja, der hat sogar ein bisschen Beinschutz, hat er auf jeden Fall. So was mit Stacheln. Können wir ihn hinterher auch nochmal draufhauen? Ein Grabstein. Ja. Stufenaufstieg. So, deswegen bin ich erstmal hier, wegen den ganzen Stufenaufstiegen. Wegen nichts anderem. Boah, schön. Hau ab. Achso, warum mache ich es nicht einfach so? So geht's doch viel einfacher. Ja, geil. Hurra für den Skylander. Ja. Oh, diese Bösewichte hatten eine Kiste voller Ausrüstung, die für dich von Interesse sein könnte. Na, dann lass mal rüberwachsen, ihr Blobbers. Blobbers. Skorpion. Ach so, Säbelrassler, Moped. Doof. Ja, gut, ist ja okay. Säbelrassler. Braucht kein Mensch, Säbelrassler. So, Freunde, wir gehen noch eine Runde kämpfen in der Kampfarena. Und dann schauen wir uns mal an, in welcher Form wir unseren Black Dragon Eye noch ein wenig verbessern können. Er hat auch einen Hypnoseangriff. Das ist das in seiner Brust hier. Aber ich denke mal, das kann ich auf jeden Fall auch nicht so kreieren. Hey, schön dich zu sehen, Skylander. Hi. Lass ja, uns sehr bin ich bereit. Das knallen hier. Ja, da sind wir wieder. Okay, steigen wir einfach gleich ein, ja? Da, da. Und der Skylander legt da, gut da. Los. Ja, Giwadima. Und glaub mir, das schmeckt gar nicht. Ich meine, Staub gar nicht gut. Ah, sicher, Lebensknilche hier. Luftknilche. Oh, ich verstehe. Der Skylander ist aufgestiegen. Ich habe ganz vergessen, dass das ging. Zack, nimm das. Zack, nimm das. Alter, was machen denn die ganzen Ratten hier, oder? Warum tun die bösen Drecksmäuse? Tja, sie sind bestimmt alle gemeinsam angereicht. Die Rückreise für alle zu organisieren dauert eben eine Weile. Ich glaube nicht, dass sie da organisatorisch drauf. Stufenaufstieg. Jawohl, so, schon sind wir Level 6, sehr gut. Ich werde das trotzdem mir noch zu Ende machen. Also, Broccoli Guy würde ich dieses Skylander mit einem trotzdem mir noch zu Ende machen, natürlich. Moment, habe ich überhaupt Daumen? Wer weiß, vielleicht. Warum sind denn die Schafe plötzlich böse? Oder waren sie das schon immer und ich wusste es bloß nicht? Ja, denk doch mal an deinen Sheep-Creep-Helfer, Alter. Der, was war der mit dem? Der war ja wohl oberböse Sheep-Creep. Ja, das war's dann wohl. Hey, ich weiß, wie das ist, deine Junge. Weiter. Ey, habt ihr sie noch alle? Kann ich nicht gutheißen. Das gehört sich nicht. Guck mal, Alter, der ist zu klein. Ich treffe ihn nicht. Wie schlecht ist das denn bitte? Er war zu klein, Alter. Nein. Broccoli Guy ist sprachlos.
Boah. Oh, diese Bösewichte haben einfach... Alter. Nicht mal den Hauch meiner Chance. Dessen ist die beste mit Stufenaufstieg. Jawohl. Jetzt ist aber gute Leute, ne? Jetzt lasst mich in Ruhe. Ich hab ganz vergessen, dass das geht. Ja! Wir beginnen so langsam diesen Kampf zu dominieren. Oh. Schwer vorstellbar, dass die Bösewichte das noch drehen, aber noch... Ach, gar nichts drehen die. Am Rad drehen die. Die drehen sich im Grab um, aber mehr aber nicht. Und noch eine Runde ist vorbei, aber es ist doch alles offen. Wer gewinnt? Die Skylander, die immer noch nicht identifizierten Bösewichte, oder legen sogar Broccoli Guy und ich noch ein Comeback hin? Oh, Broccoli Guy kann deinen Schmerz spüren, Skylander. Also ich meine nicht wirklich, das war mehr so eine Metapher. Oh, Alter. Oh, der schöne Sache. Die Bösewichte einfach um. Es ist bestimmt Erntezeit oder sowas. Ey. Wow, wir haben hier einen klassischen Fall von einem Stufenaufstieg. Booyah! Alter, jetzt kommen nochmal diese ekligen, mistigen Mistkäfer. Mit einem Booyah. In meinem Kopf klang das nicht so schräg. Jetzt kommen nochmal Schafe. Kommt gleich auch noch fettes Schaf oder so. Oh ja, dem Gegner kannst du auf Wiedersehen sagen, obwohl ich kaum glaube, dass er dich hören wird. Ey. Ganz schön viele Gegner hier, wa? Heute wieder? Corner, Chompies. Gibt's ja nicht, oder? Ja, alle in der Mitte. Bam. Nochmal. So haben wir's jetzt. Ey, da gibt's doch nicht, oder? Da setzt jemand im Skylander ordentlich zu. Ich bin mal gespannt, ob die Rache gleich... Ja, danke schön, endlich. Boah, wunderbar, Zeit, ey. Meine also, Güte. Bill, wie schätzt du denn die Siegchancen der Skylander ein? Ich hab doch schon gewonnen. Wir haben ja gerade gewonnen, also 100%? Skylander, das war einfach... Hey, und hier... Ah, eine neue Revolverwaffe, super. Braucht kein Mensch. So, Freunde, wir sind Level 6. Das heißt, wir können uns ein wenig verbessern. Ändere ich farblich jetzt gleich nochmal eben, Freunde. Ändere ich jetzt gleich farblich. Obwohl ich sagen muss, die passen sogar doch, weil, wenn man sich die Zeichnung anguckt, man könnte auch sagen, dass, hier, diese Drachen, also hier diese, was die Drachen da unter der Arme haben, da seht ihr das hier. Das könnte man auch dann auch als diese Vogelarmschienen bezeichnen. Seht ihr das da? Diese Zacken? Die können wir auf jeden Fall nehmen. Die mache ich gleich in grau und rot. Dann passt es auf jeden Fall. So, Beinschutz hat er auch. Er hat so vorne das hier. Genau, das passt sogar schon perfekt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das passt schon perfekt. Hat er auf jeden Fall auch. So, jetzt brauchen wir irgendwie Rucksack knochenmäßig. Ja. Fossilienflügel sind schon cool, muss ich sagen. Also, die passen auf jeden Fall schon. Müssen wir gleich nur noch im Weiß machen. Dann passt es. So. Das Ganze wird jetzt nochmal hier farblich angepasst, Freunde. Und dann sieht unser guter doch schon fast, unser guter Black Eye Dragon schon fast nach etwas aus, oder? Ich würde sagen, ja. Genau, die in Weiß, die Knochen. Schulterschutz. Lassen wir so. Armschienen. Ja, Armschienen müssen wir noch ändern. In Grau-Rot, habe ich gesagt, ne? Grau. Ist auch dieses Bordeaux-Rot eher. Dieses, genau. Ja, so langsam kommt er, oder, Freunde? So langsam kommt er definitiv. Beinschutz jetzt noch geändert. Das ist blau und schwarz. Also die Spitzen vorne... Die Spitzen vorne sind schwarz. Ne, blau, meine ich, Entschuldigung. So, genau. Und der Rest ist in der gleichen Farbe, nämlich so. Ja. Genau so. So, Freunde. Da ist er. Black Eye Dragon. Im fertigen Zustand. So schaut er aus. Ich würde sagen, er kommt ganz nah dran, oder nicht? Ganz nah dran kommt er auf jeden Fall, Freunde. Mhm.
cool. Finde ich doch im Endeffekt doch noch gut gelöst, die ganze Sache hier auf jeden Fall. Doch, sehr cool. Oder? Was sagt ihr? Ich würde sagen, ja. Auf jeden Fall. Gut, Freunde, wir sind raus. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abo da lassen, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, dann... Ja, Freunde, sehen wir uns nächste Folge wieder. Habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank, haut rein. Peace.